das vor zwei Jahren ja nur ein Betriebsunfall war. Die Weltmeisten Sechsten hielten zwar gut dagegen, aber hatten gegen die Dunk- und Three-Pointer-Show der NBA-Elite keine Chance. Bryant, Bosch, Wade und James waren wieder die Erfolgreichsten am Korb. Das 92:69 sollte als Revanche für die historische Niederlage somit gereicht haben. Historisches ist der deutschen Mannschaft gelungen. Gegen Weltmeister Spanien waren aber auch nur die allergrößten Optimisten nicht von einer Niederlage überzeugt. Die sollte es aber geben. Gasol und Co. gewinnen 72:59. Russland gegen Litauen war das spannendste Spiel des Tages. Die Balken letztlich mit dem verdienten Erfolg gegen die Europameister, denen das Wasser nach der zweiten Niederlage in Serie so langsam bis an die 2 Meter hohen Hälse reicht. Vor allem, weil man noch gegen Titelverteidiger Argentinien ran muss. Und die Südamerikaner derzeit sehr gut drauf. Die haben Katz und Maus mit Kroatien gespielt und 77:53 gewonnen. Entscheidung um den Gruppensieg in der Staffel A. Beim Handball und Frankreich und Kroatien haben ihre ersten beiden Spiele leicht und locker gewonnen. Die Equipe Tricolore von Beginn an aggressiv in der Revanche fürs EM-Halbfinale. Damals haben die Kroaten doch gewonnen. Heute wendet die Franzosen das Blatt. Einziger Wermutstropfen, die Verletzung von Jérôme Fernandes. Hand-OP morgen das Olympia aus. Die Defensive der Franzosen hervorragend. Dazu kam Gilles Effizienz in der Offensive. Besonders als es gegen Ende des Matches nochmals eng wurde. 23:19, das Endergebnis. Das Team von Coach Claude Onesta trifft im Viertelfinale auf Polen oder Spanien. Die deutschen Weltmeister stehen nach ihrem heutigen Sieg gegen Ägypten auch schon so gut wie sicher im Viertelfinale. Der 25:23-Sieg gegen den Afrikameister hat umkämpft. Der größere Gegner für das Team von Heiner Brandt war vielleicht die frühe Anpfiffzeit. Schon um 5.15 Uhr war das Team aufgestanden. Dominik Klein mit seinem einzigen Tor besorgte den Endstand. Vize-Weltmeister Polen hatte es mit überraschend starken Brasilianern zu tun. Die Südamerikaner standen in der Defensive hervorragend. Die Tempogegenstöße wurden optimal abgeschlossen. Die Entscheidung erst in der Schlussphase. Bartosz Jurecki, der Matchwinner bei Polen. Von 8 Würfen fanden 6 ihr Ziel bei ihm. Tolle Quote des 1,93-Riesen. Der Panamerika-Champion Brasilien damit weiter Punkt und glücklos. Ganz das Gegenteil ist von den Dänen zu behaupten. Der Europameister warf sich zurück ins Glück gegen Russland. Die waren eigentlich schon deutlich davongezogen, ehe die Skandinavier eine schier unglaubliche Schlussphase hinlegten. Volles Risiko, Torwart raus, Feldspieler rein, der trifft zum Ausgleich und dann gelang der große Wurf. Hansen im Glück in der Schlusssekunde. Noch nie hat die beiden bei Olympia gegeneinander gespielt. Diese Erstauflage wird keiner so schnell vergessen. Heute musste etwas Außergewöhnliches los sein, weil es alle Volleyballer furchtbar eilig haben. Die Matches, wie zum Beispiel Italien gegen Venezuela, rauschten im Schnelldurchgang an den Zuschauern vorbei. Die Azzurri benötigten zum Beispiel nur 67 Minuten, um Venezuela